Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneu Let's Play von meiner Seite. Was heißt niegelnagelneu? Ich habe das Spiel eigentlich schon seit Release daheim rumliegen. So wie XCOM, The Enemy Unknown, und ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen. Es ist ein Kriegsverbrechen, ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz, ich hole es somit heute nach. Und ich freue mich schon tierisch drauf. Und wie es hier so schön da geschrieben steht, Welcome back to Deponia. Ja, ich habe hier natürlich auch schon hier und da ein bisschen angedaddelt und Einstellungen geprüft und gecheckt und hast du nicht gesehen. Und ich hoffe, es passt jetzt soweit. Ja, lassen wir es uns mal zu Gemüte führen, würde ich jetzt mal behaupten. Und starten ein neues Spiel. Möchtest du ein neues Spiel starten? Ja, logisch, für euch doch immer. Und wir nehmen die Funktion mit dem Wow-Effekt mit der Mausrad-Variante. Hm? Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och. Das merkt schon niemand. Doch, die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ich wette, sie werden es trotzdem spielen. Ja, freilich, das gehört dazu. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich erinnern. Ach komm. Das war schon beim ersten Mal dämlich. Ach nee. Komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Schon, finde ich auch. Wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazu lernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Mhm. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das... Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Okay, nicht vorsagen. Okay, wir probieren es mal. Bozo. Rede mit Bozo. Das musst du nicht extra sagen. Ich finde die Stelle immer wieder geil. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja nicht mal, wie man ein Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechtsklicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Also, wir zeigen jetzt drauf, um dann das Auge zu sehen. Mit dem, also beziehungsweise den gezinkten Ping-Pong-Ball. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich will es aber aufnehmen. Da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und rechtsklicken. Da, wo das Auge am Cursor ist. Ja, ist so gut. Was ist das? Das ist der Reaktorlotkopf. Im letzten Spiel war es noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Und wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. es geht doch einfach. Siehst du? Nanu, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, du hast ihn in dein Inventar gesteckt? Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Ja, und das machen wir natürlich. Und zwar mit dieser schicken neuen... Ja, genau, mit der schicken neuen Mausradfunktion. Finde ich eigentlich ganz nice gemacht. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Mhm. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, logisch, als eingefleischter Adventure-Spieler hier, da ist Gott sei Dank fast alles gleich. Sieh her, Bozo, ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Ja, und meine erst.
Okay, dann wieder das Ding aufmachen, Ersatzteil und da rein. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Ach doch. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Drück das Knöpfchen. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Drück den verdammten Knopf. Drück ihn. Drück ihn. Nicht. Du stehst direkt unter der... Drück den Knopf. Drück den Knopf. Ich zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Drück den Knopf. Also, wie war das gleich? Ich habe den Knopf drücken. Auf diesen Knopf gedrückt. Auf diesen Knopf gedrückt. Aha. Und dann geht die Presse runter. So schaut's aus. So lahm fand ich die jetzt gar nicht. Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Sie waren auf der Suche nach Gol, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Goals Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Goals Gehirnimplantat. Und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Gol die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein. Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig. Warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Dadelic Entertainment präsentiert. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Plan. Willst du mich rollen, ey, hier nochmal von vorn? Und dann noch einmal von vorn. Chaos auf Deponia. Sehr, sehr schickes Intro, muss ich echt sagen. Respekt. Müll. Noch mehr Müll. Noch
noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Naja. Ehrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ja, wie denn auch? Rufus, das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Der da? Am Start. Nach deiner Erzählung? Hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Hey, das bin ich. Ich bin kein Strauchdieb. Und ich schätze ihn nicht. Ha, danke schön. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein, wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Ich glaube, das bist du immer noch. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Sehr richtig. Schön. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Jo. Ich weiß nicht so Ach, recht. Ach komm, Oma. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Okay. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Ja, schon. Gut, wir dürfen steuern. Okay, dann Werkzeugkasten. Wir dürfen uns da den Hammer holen. Dann machen wir das doch mal hier, Hammer. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Ja. Okay. Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Ja, auf jeden Fall. Dem Vogel geht's gut. Stromumkehrer. Machst du dir keine Sorgen? Dass er etwas klauen könnte? Mann, wie denkst du von mir? Ich vertraue ihm vollkommen. Oma, Mensch, hier. Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Ich bin kein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Ja. Niemals. Au. Zip, 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 zip. Mach mal die Tür auf. Der arme Vogel. Oh, Vöglein. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Ja, super. Deine okay, Angst jetzt ist er wieder. Vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig Mann, geworden. Vöglein, mach keinen Scheiß. Ja, nee, kriege ich den da nicht raus. Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Muss ich den jetzt echt runterspülen? Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja, ist klar, Oma. Ja doch, Oma. Ich habe nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Ja, definitiv. Okay, Moment, wir haben diesen Stromumkehrer. Vielleicht passt der ja da rein. Zip. Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. Ja, habe ich keine Panik. So ist es ja auch. Okay, als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. Ja, hier. Auf keinen Fall soll er Opfipieps so viel zu trinken geben. Trink, Opfipieps, trink. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. In sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Das. Nö, ich doch nicht. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasser bedient, ja, ja, mach ich. Oder? Ich doch immer. Auf jeden Fall. Ah, da ist das Vöglein. Gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Ja, lecker. Jetzt lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Das da ging da hoch und ist jetzt hier in der Spüle. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfipieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Sieht man. Kung-Fu-Fighting. Ach, Oma Utz. Als würde das überhaupt Ja, nee. Oh, da unten ist der Hammer. Den nehmen wir doch mal mit. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf Nö, stellt. Nee, ich doch nicht. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Einiges. Okay. Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Ja, gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Er hat dazugelernt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Sicher?
Ich glaube ja nicht, dass er dazu gelernt hat. Okay, Tischdecke, hier, Hammer holen. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Nein, mach ich nicht. Kein Stress, Oma. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Ja, auf jeden Fall. Okay, den Hammer können wir nicht holen. Sprichst du mir, dass er nicht... Ja, das kennen wir schon, Oma. Ist schon gut. Ja, Hammer. Spüle. Du hast mich fast überzeugt. Aber auch nur fast. Eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Sollen wir das jetzt zu denken geben? Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Ja? Total unbegründet. Blöd. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Ja, ja. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert. Nö, dem geht's gut. Nein. Versprochen. Nein. Arme Vogel. Da muss ich wohl das Handtuch werfen. Was? Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Wirf das Handtuch am besten ganz, ganz weit weg. Nur so zur Info. Nasse Tischdecke, okay. Wo ist der Vogel hin? Ich möchte es nicht wissen, ganz ehrlich. Na holla, da ist ja das gute Stück. Ja, schön. Hast du ihn endlich gefunden? Ja. Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Mhm. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Nein. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Nö. Ha, genau. Genau. Und ganz ehrlich, will das keiner löschen? Was riecht hier eigentlich so seltsam? Ja? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Nein. Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Ich doch nicht. Also, Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Warum wird mein Plan diesmal auf... Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Nah dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen. Ich habe alles bereit. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallball fern, wenn du deine Finger behalten willst. Ja, wäre von Vorteil. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.